Hallihallo, meine lieben Freunde, wir sind wieder da. Der Ausblick ist gut, das Wetter noch besser und heute mal ohne die Alien. Ja, keiner beschwert sich, wie ihr hört, heute wirklich mal ohne die Alien. Ist das hier verdreht? Die Alien hier wieder Schabernack betrieben? So, oder? Ja, genau. Ja, die Alien ist nicht da, trotzdem gibt es ein paar kleine Änderungen. Eine möchte ich euch mal direkt zeigen, da bin ich echt froh, dass ich die jetzt mal geholt habe. Wir hatten ja so Probleme mit dem Verzaubern und deswegen dachte ich, wir packen uns mal einen Mod drauf, wo wir uns genau aussuchen können, was wir verzaubern können. Und was natürlich besonders cool ist, wir können es einfach mit Leveln reparieren, mit Erfahrungsleveln, anstatt das mit Diamanten machen zu müssen. Das heißt, wir reparieren erstmal unsere Axt und hauen da mal ganz eben noch ein bisschen Effizienz drauf. So, denn diese Diamant-Axt werden wir gleich brauchen. Aber was uns auch wichtig ist, in 2 Tagen... beginnt ja die Dezemberzeit und damit auch die Weihnachtszeit. Und da möchte ich mit euch was ganz anderes machen. Deswegen haben wir eigentlich... Moment, ich brauche noch was. Ich habe was vergessen. Deswegen habe ich eigentlich was ganz, ganz anderes vor. Was super Wichtiges, damit wir hier mal wieder rauskommen, wenn wir den ganzen Dezember eigentlich was anderes machen. An fernen Orten sozusagen. Mehr kann ich euch noch nicht verraten. Das wird zu traurig, wenn ich euch das jetzt schon sage. Achso, es wäre zu schön, eher so rum. Deswegen lassen wir das. Ich guck mal gerade. Wo habe ich denn meine Kakteen? Hier sind Kakteen. Wir müssen nämlich jetzt mal ein paar Kakteen pflanzen. Wir brauchen nämlich unter Umständen später ein bisschen Farbe. Das kann ja sein. Im Zweifel brauchen wir sowieso Farbe, weil die Alien hier wieder alles verschleudert. Ja, da sind wir heute mal wieder allein und es ist so mega hell durch diesen Schnee. Das ist ganz ungewohnt. Da hinten haben wir noch ein bisschen Sand. Ich werde das jetzt ja einfach mal so ein bisschen an den Rand klatschen. Ist ja gar nicht schlimm. Aus der Bahn, Schneemann. Zack, da wächst's. Au. Da und da. Nee, die wachsen nicht nebeneinander, oder wie war das, ne? Warum geht denn das nicht? Achso, der darf kein Block daneben sein, ne? War das nicht so, irgendwie so? Ja, siehst du. Ich bin einfach... Au, 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 ach. So, alle Kakteen gepflanzt, damit die mal ein bisschen wachsen können. Wir machen uns jetzt erst nochmal auf den Weg zur Monsterfalle. Denn jetzt... Was war das denn? Es war grün, es hätte auch ein Creeper sein können. Aber es war nur ein Schafbein, glaube ich. Gefährlich, gefährlich, diese Welt. Man muss ja... mit allem rechnen. Ja, ich möchte mir jetzt schnell noch ein paar Level holen. Einfach aus dem Grund, dass ich ja unter Umständen gern jetzt noch eine Glücksspitzhacke hätte. Denn die Mods, die ich jetzt installiert habe, es gibt noch einen anderen, einen kleinen. Den werde ich euch später mal zeigen. Die sind morgen oder nee, übermorgen schon wieder überflüssig, denn dann muss ich die Version wechseln, um mit euch was anderes zu machen. Deswegen möchte ich mir ganz schnell eben noch diese Glücksspitzhacke zaubern. Am besten noch mit Haltbarkeit drauf. Aber wir sind ja nicht so anspruchsvoll. Glück alleine wäre mir für den Anfang erstmal genug. Im Zweifel könnt ihr auch reparieren, ist ja gar nicht so dramatisch. Ja, und das, also ich versuche diesen Mod jetzt immer drauf zu packen. Denn dadurch haben wir dann keine Probleme mehr mit den Verzauberungen. Und man muss sich das Leben ja nicht unnötig schwer machen. Das ist ja schon eine kleine Erleichterung. Im Zweifel einfach packst du überall Effizienz drauf und dann bist du immer schneller fertig. Das ist ja auch für euch ganz gut. Flitzi, Flitzi! Hui! So, und sobald ich ein paar Level geholt habe... Ja, ich werde mal gucken. Ach, es kann überhaupt nichts kommen, merke ich gerade. Ich Idiot. Hab hier alles vergessen wieder. Ach, weil ich so viel rumprobiert hatte. Ja, toll, jetzt hätte ich hier gar nicht hinrennen müssen, weil hier eh kein Monster ist. Ah, ärgerlich. Ich gucke mir gerade nochmal die Mine an. Und hier wurde mir gesagt, wir können das ja unter Umständen eventuell so Bunker oder sowas nennen. Und Bunker allein ist mir aber zu wenig, deswegen ist das ab sofort der Schlafbunker. So, damit es ein bisschen genauer definiert ist. So, guck mal, sieht doch schön aus, ne? Und sofern wir jetzt diese Mod mit der Verzauberung mal drauf haben, werden wir hier unter Umständen noch einen Zaubertisch hinstellen, damit man nicht immer dahinter rennen muss. Ja, siehst du, ist jetzt schlecht, ne? Jetzt kommt hier nämlich gar nichts. Ja, dann lassen wir das halt. Toll, hat sich schon wieder nicht gelohnt. Was sagt eigentlich die Uhr? Jetzt habe ich mich hier selbst ausgenockt, dadurch, dass ich das auf friedlich gestellt habe. Ah, da kommt der erste Besucher. Unser erster Gast. Hallo, was möchten Sie kaufen? Den Tod? Ja, den gibt es hier gratis. Komm her. So. Dich. Ah, okay, das lohnt sich jetzt nicht, hier Ewigkeiten auf Level zu warten. Wir gucken mal, ob wir schon schlafen können. Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu hell, ja. Du kannst nur nachts schlafen. Stell dir vor, das würde man euch vorschreiben. Es ist doch eher andersrum. Mutti sagt doch schon um 8. Geh ins Bett, Junge. Ah, ich kann nicht schlafen. Ich habe zu viel Energy Drink getrunken. Ja, toll. Jetzt kommt hier auch Ewigkeiten nichts. Aber wenn man sich das mal anguckt... Oh, guck mal, so ein Bogen mit Stärke. Die Kisten, die füllen sich echt gut. Pfeile haben wir hier ohne Ende schon drin. Komm her.
Komm her, zeig mir deine sexy Beine. Oh ja, sie sind ein bisschen grün. Da würde ich mal zum Arzt mitgehen. Und du hast 8, damit würde ich auch mal zum Arzt gehen. Ja toll, also es lohnt sich jetzt nicht hier rumzustehen und die Viecher abzuschlachten, wenn es dafür nur so immer 1-2 Level gibt. Oh, komm jetzt, Mensch, ich möchte jetzt schlafen gehen. Ah, aber immerhin der Besuch mehrt sich hier. Das ist doch schon mal schön. Ja, komm. Hiya, hiya. Und dann könnte man überlegen, ob wir nicht auf ein Diamantschwert mit Schärfe 3 oder so gehen und das dann einfach immer reparieren. Ich glaube, das wäre ein super Deal. Am besten noch Haltbarkeit drauf oder so. Jetzt ist dunkel. Das ist der Mondschein, das sieht man. Das habe ich auch im Urin, ja. Nein! Komm jetzt, ach Mensch. Das hätte nicht nur länger dauern können. Ja, wir werden heute wahrscheinlich in Überlänge gehen. Denn ich muss das alles noch vorher erledigen, bevor wir was anderes machen. Da hüpft ein einsames Skelett, das kann da ruhig hüpfen bleiben. Wir brauchen jetzt eben unser Holz. Deswegen habe ich auch nochmal die Axt geschärft. Und wir brauchen nicht irgendwelches Holz, denn wir brauchen wieder Fichtenholz. Das heißt, ich muss erst in die Tiger-Tundra rennen, ich weiß gar nicht mehr, was das genau ist, und uns mal davon einige Stacks holen. Denn wenn wir einmal dieses Land verlassen, dann kommen wir zwar jederzeit zurück, wenn wir wollen, aber ich möchte gar nicht, das trübt so den Charme. Deswegen, ich hoffe, das klappt alles. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Das ist eine ganz, ganz coole Mod, die ich da gefunden habe, und wenn die nicht läuft, dann bin ich natürlich tierisch enttäuscht. Ihr auch. Und ich werde es auf jeden Fall irgendwie zum Laufen bringen, sonst komme ich nicht wieder hier. Gut, dann flitzen wir mal. Sonst hat sich hier auch gar nichts verändert, ne? Ach doch, Moment. Eins wollte ich machen. Und zwar brauche ich dafür mal eben... das reicht mir schon, oder? So, wir brauchen nämlich mal ein paar Melonensamen. Und wir brauchen ein paar Kürbissamen. Und dann noch ein paar normale Samen. Und dann können wir uns daraus ein cooles neues Item craften. Wenn die Mod denn richtig funktioniert. Komisch, guck mal, bei Kürbissen zieht das, bei Dingens nicht, bei Melonen. Das war komisch. Sehr, sehr komisch. So, jetzt bin ich nämlich mal gespannt. Also ich habe ja alles schon mal ausprobiert. Ich hatte auch schon die Axt schon mal verzaubert und dann dachte ich mir aber, naja, das kannst du offscreen nicht machen. Und dann habe ich eine neue Welt, also eine Kopie geladen, damit wir das schön zusammen machen. Deswegen, ich hatte auch schon die Kisten alles mal sortiert, aber das ist dann alles wieder so ein bisschen verloren gegangen. So, und jetzt gucke ich mal, ob das klappt. So, so, so. Und dann müsste eigentlich ein cooles Item rauskommen. Ja, da sehen wir es schon. Es ist Hamsterfood. Ja, was habe ich für einen coolen Mod implementiert? Wir haben jetzt Hamster. Yay! Deswegen, wenn wir jetzt gleich mal einen Hamster sehen, dann werden wir den auch mitnehmen. Einfach, weil es ein putziges kleines Tierchen ist. Ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr Brot mitnehmen sollen. Das werde ich noch schnell machen, bevor es hier ganz hell wird. Ah, wir kommen einfach zu nix. Gerade an so Tagen, wo du wirklich produktiv sein musst, schaffst du es gar nicht. Da stehst du immer selbst im Weg. Ja, ich hatte auch in dieser Kopie schon einmal wieder die Felder abgeerntet. Das ist alles weg. Naja. Aber ich dachte, wir machen das lieber alles zusammen, sonst, wenn man sowas dann außerhalb der Aufnahme macht, ist das immer ein bisschen blöd, finde ich. Ach, komm schon. So. 32 Brote ist erstmal genug. Kommen wir erstmal wieder... Nicht durch die Tür, aber über die Runden. So, dann frisst du auch am besten direkt noch eins. Alles klärchen. Und dann geht's los. Ich packe aber mal das bessere Schwert nach vorne. Also ich habe mal überlegt, wir brauchen so 3 bis 5 Stacks. Irgendwo dazwischen werden wir rangieren. Das reicht mir dann. Und sonst alles andere können wir hier auf der Farm schnell besorgen. Das ist gar kein Problem. Das werde ich wahrscheinlich auch außerhalb der Aufnahme machen. Denn so ein bisschen von den Kisten hin und her rennen, davon habt ihr ja auch nichts. Das ist auch nicht sehr unterhaltsam. Denn, ja, es wurde auch oft gesagt, komm, nimm doch das Sortieren auch noch mit auf. Aber das ist gerade das, was ich bei anderen Leuten auch hasse, wenn ich bei denen mal reingucke. Mal, weil ich gucke ja nicht so oft. Das liegt einfach auch am Zeitproblem. Aber das ist was ich überhaupt nicht leiden kann. Wenn du nur Kisten siehst, dann ist er wieder kurz weg von der Kiste, öffnest du die nächste, dann kriegst du fast schon epileptischen Anfall und sowas. Nee, das lassen wir mal. Deswegen, die spannenden Sachen mache ich mit euch. Die unspannenden, wie... Oh, wow. Waren wir hier mal drin? Nö, ne? Ja, die können wir uns mal im Hinterkopf behalten. Wie gesagt, die spannenden Sachen mache ich mit euch. Die unspannenden, die mache ich alleine. Außer es wäre jetzt irgendwas Weltbewegendes. Das war es ja nicht, ne? Nun gut, die Axt ist geschärft. Wie viel Benutzung hat die jetzt? 1500. Na gut. Sollte reichen. Soweit werden wir es gar nicht schaffen.
Dann mal rein in die Rabatte hier. Und ich überlege halt, ob ich nachher mit euch noch ein bisschen die Level farme. Ich glaube, das werde ich machen. Das werden wir ganz zum Schluss machen. Da könnt ihr dann entscheiden, bleibt da dran oder nicht. Dann können wir uns ja nochmal irgendein Gesprächsthema überlegen. Na, da komme ich nicht rauf wahrscheinlich, ne? Das ist... Irgendwie mag ich diese ganz großen Bäume nicht. Es ist nicht so mein Fall irgendwie. Ne? Ja, danke. So, geht doch. Bei den Großen hast du immer so Probleme bis hoch. Das ist auch kein gutes Zeitmanagement. So, und dann so ein Pipifax hier, ne? Da machen wir es direkt ganz klug. Ja, da werde ich mal reinhüpfen. Ha! Schau es dir an, nimm's voll drauf. Aber wahrscheinlich, ja genau, jetzt ist es gar nicht gebraucht. Na gut. Das kommt noch weg. Obwohl, den könnte ich vielleicht noch gebrauchen, um uns irgendwie wieder hochzubauen. Und die Bäume sehen sehr krank aus. Die wachsen bestimmt an der Autobahn. Es ist ganz ungewohnt, heute mal wieder ohne die Ellen aufzunehmen. Vor allem, weil ich sie auch gefragt hatte, ob sie möchte. Und am Anfang hat sie gesagt, ja, klar, weil da hatte ich ihr auch noch diesen Hamster-Mod gezeigt und so. Oh, und voll süß und möchte sie mitspielen und dann plötzlich... Ich hab doch keine Lust. Müssen wir aufnehmen? Ja, und dann hab ich's halt gelassen. Ich bin ja kein Sklaventreiber und sowas. Deswegen mache ich das heute schnell alleine. Wäre zwar cooler gewesen, weil gerade diese Vorbereitung mit dem Abholzen hier ist echt lästig. Da wäre es ganz cool gewesen, wäre die Ellen auch dabei. Aber naja, ich kann sie ja nicht zwingen. Dann motzt sie nur wieder rum. Das kriegt ihr dann auch zu spüren. Und das muss ja nicht sein. Alter, ist der hoch. Den lassen wir mal stehen. Und wir müssen dann gleich gucken, dass wir auch neu pflanzen, sonst steht hier bald nichts mehr. Das hasse ich immer, wenn irgendwas total abgerodet ist. Ja, und eigentlich könnten wir mal gucken, ob wir die nicht auch mehr bei uns pflanzen. Dann müssen wir nämlich nicht immer hierher rennen. Es wäre auch die Idee, noch die Baumfarm anzufangen, aber... Boah, es gibt einfach so mega viel zu tun. Ich komme eigentlich gar nicht mehr hinterher. Mensch. Es sind einfach so viele Pläne, die man hat. Ah, guck mal, da kommt schon der erste Setzling runter. Obwohl ich das auch cool finde, weil wenn ich jetzt wüsste, ach, du hast nur noch das zu tun und danach weißt du nicht mehr, was du machen sollst, ich glaube, das wäre viel, viel schlimmer. Und so weiß ich, ich habe noch das und das und mindestens noch 10 andere Projekte, die ich angehen möchte. Und da kommen natürlich auch immer neue dazu. Jetzt das mit dem Hotel, da steckt auch noch einiges an Arbeit dahinter. Komm, bau dich mal 3 hoch oder so, dann kriegen wir es auf jeden Fall. Ah, toll. Na gut, die Axt, wie gesagt, die kostet jetzt nichts mehr. Das ist ja das Gute. Ja gut, das mit dem Hotel ist jetzt wieder so eine Sache. Es ist natürlich einmal die Sache, dieses Hotel ein bisschen aufzubauen und dann kannst du immer weiter dran bauen. Ich möchte auch noch einen Gruselkeller oder sowas reinbauen und so, weil das ist ja ein Sumpfhotel. Das muss ja so einen zwielichtigen Eindruck haben. Es braucht irgendwie so eine fiese Kanalisation oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ja. Dann gehört einiges dazu. Ja, und dann kommt noch... Was kommt denn noch? Genau, ein Pferdestall muss ja noch kommen für die Alien. Wir müssen noch Pferde suchen. Das wird auch wieder ein paar Folgen in Anspruch nehmen. Wir haben noch unsere Netherbahn, die wir bauen müssen. Oder wollen. Die möchte ich zumindest bauen. Es gab ja direkt am Anfang welche, die gesagt haben, ah, Nether ist aber nicht so spannend. Da war ich, glaube ich, das allererste Mal im Nether. Was ja dann nicht mal eine ganze Stunde war. Und da kamen dann schon die ersten Beschwerden. Ja, ich kenne das. Nether ist jetzt echt nicht so das Spannendste, ich weiß. Aber wenn man so gar nichts im Nether macht... Habe ich hier noch so einen Baum gefällt? Das ist aber komisch. Naja, okay. Nehmen wir einfach mal mit. Aber ganz ohne Nether finde ich es halt auch nicht so prickelnd. Deswegen werden wir da zumindest ein bisschen was bauen. Wir werden auf jeden Fall eine River Skeleton Farm bauen. Also die schwarzen Skelette. Denn ich möchte auf jeden Fall mal den River besiegen. Was ja gar nicht so schwer ist, wie ich immer dachte. Ich habe jetzt mal gesehen, wie man das machen kann. Und das sah eigentlich ganz vielversprechend aus. Und nicht sonderlich schwer. Ich meine, wir werden wahrscheinlich trotzdem hoffnungslos verrecken. Und alle unsere Sachen werden weg sein. Aber... Naja, no risk, no fun, ne? So ist ja unser Motto. Wisst ihr ja. Weil ich ja immer so viel riskiere. Ihr kennt mich. Ich bin da echt, echt riskant unterwegs. Ja, gar nicht, aber naja. So, wie viele Stacks haben wir? Wir haben jetzt schon über 2. Okay, ich mache 4 Stacks und dann sollte das erstmal reichen. Da kriegen wir zumindest die grobe Einrichtung mit ausgestattet. Von dem, was ich bauen möchte, was ich aber nicht verraten darf. Dessen Namen ich nicht nennen darf. Noch mehr. Ich pack mal ein bisschen weg. Die Sonne ist auch nicht mehr so hoch, oder? Ich sehe sie gar nicht. Ich glaube nicht. Nee. Und ich weiß gar nicht mehr, in welche Richtung ich gehen müsste. Ich habe mich jetzt so oft hin und her gedreht gerade. Naja, okay. Wir haben ja Futter dabei. Es kann eigentlich nichts passieren. Ich hätte vielleicht ein bisschen Rüstung anziehen sollen. Dann wäre das vielleicht noch cooler gewesen.
Aber ihr kennt mich. Ich bin ja riskant und so. Ich riskiere ja immer alles für euch. Vor allem, was meine Erze angeht. Da riskiere ich sowieso immer mein Leben. Oft ist es ja ein Minusgeschäft. Da ist noch eine dicke Höhle. Mein Gott, was wir alles übersehen haben bisher. So, Bäumchen. Bäumchen. Hier war keiner. Okay, ich dachte, da lag noch einer. Ja, soll ich jetzt zurückrennen für die Nacht? Das ist auch ein bisschen öde, oder? Obwohl, auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie wir hier die Nacht überleben sollen. Weil ich habe keine Rüstung, ich habe kein Bett, nix. Ich hätte mir echt ein Bett mitnehmen sollen, nicht Esel. Ach, so viel wieder dazu. Weißt du, dann bist du voll schlecht vorbereitet in so einer Session, wenn du eigentlich hier richtig viel machen möchtest. Ich weiß ja gar nicht, ist das bei euch auch so, wenn ihr mal unterwegs seid? Ich finde das ja schrecklich. Eigentlich gebe ich immer alles für eine gute Vorbereitung und im letzten Mal merkst du aber, ups, da fehlt was und da fehlt was. Naja, egal. Schavo, Schavo, Schavo. Schlechte Vorbereitung. Jetzt wird's dunkel. Jetzt, naja. Ich bin mir unsicher. Ich bin mir unsicher, wie wir das jetzt machen sollen. Wir könnten die Nacht auf dem Baum verbringen. Das wird natürlich eine sehr spannende Nacht. Ach man. Ich Esel. Da würde ich lieber die ganze Nacht irgendwie an der Monsterfalle verbringen, um dort die Monster zu farmen. Beziehungsweise hätte ich ja dort ein Bett. Da könnte ich sogar schlafen gehen. Ach, ätzend. Ob 3 Stacks nicht auch reichen? Vielleicht reichen mir 3 Stacks, dann hau ich nämlich gleich wieder ab. Na komm, wir hauen ab. Das ist mir zu heikel. Das ist mir echt zu heikel jetzt. Ich hoffe, ich komme noch wieder an. Ich habe so eine Angst. Ich weiß gar nicht, laufe ich richtig? Ich hoffe mal, ne? Da ist auch das Meer. Das sieht gut aus. Rechts spawnen schon die Creeper. Okay, es wird heikel. Es wird heikel. Wir müssen irgendwie nach Hause kommen. 3 ganze Stacks. Könnte ein bisschen wenig sein, aber wir bauen ja auch erstmal nur den Anfang. Das heißt, wir können ja jederzeit wieder vorbeikommen. Ist ja gar kein Thema. Ein Slime! Ah! Oder es war Alien, wie sie mit dem Hintern aufstapft. Man weiß es nicht. Es klingt ähnlich. Das müsste eigentlich Aliens Geräusch sein, wenn sie irgendwo hintritt. Ich glaube, das fände sie selbst auch voll super. Da, wir sind schon fast da, cool. Oh, wir schaffen es doch noch zurück. Da habe ich mir jetzt mehr Schiss in die Buchse gemacht, als ich bräuchte. Hier ist natürlich jetzt auch ein bisschen blöd, ne? Können die ganzen Viecher noch rein. Oh, es ist so viel zu tun. Man bräuchte eine Armee von Arbeitern. Jetzt kommen sie wieder alle. Oh, lasst uns doch mal mitspielen. Also hier auf der Farm, kann ich euch schon sagen, wird bald eventuell mal eine Runde Hunger Games gezockt. Wenn ich das hinkriege mit Server und Plugin und so, ich bin da ja nicht so firm. Und auch Angebote, mir einen Server zu stellen, ist ganz nett, aber ich möchte meine Map halt nicht aus der Hand geben. Das müsst ihr mir dann verzeihen und deswegen muss ich das alles selbst hinkriegen. Und wenn das mal klappt, dann werden wir hier auch eine Runde zocken. Muss ich nur gucken, wie wir das vorher mit den Kisten machen. Nicht, dass hier in jeder Kiste im Lagerhaus was drin ist. Obwohl das sicherlich spannend wäre, weil das Lagerhaus wäre das reichste Gebäude. Aber du hättest natürlich auch die größte Chance, hier zu sterben. So, jetzt habe ich mein Holz. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ich werde jetzt gerade nochmal runter zur Monsterfalle gucken. Ob ich mir nicht vielleicht was Gutes verzaubern kann. Ich habe jetzt auch überlegt, ob ich jetzt noch schnell die Farm bauen soll, die Baumfarm. Ich bin echt heute ein bisschen abwesend. Das ist echt grausam. Und wenn ich das jetzt so richtig sehe, werden wir vielleicht gar nicht in die Überlänge gehen, was an unserer guten Axt liegt. Nein. Lass mich. Ich will dich nicht. Da ist noch einer. Wie sie alle rumlungern, die Schweine. Aber das ist doch kacke. Ich gehe außen rum. Ich möchte jetzt hier nichts riskieren, bevor der mir jetzt noch ein Loch reinbläst. Das wäre echt ätzend. So, guck mal, hier haben wir doch genug Platz. Da kann er uns nichts. Nehmen wir halt einen kleinen Bogen. Hehe. Ich bin schon lange so schlau wie du. So, ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht von hier. Ja, der guckt mich an, oder? Nee. Hehe. Loser. Du kannst ja gar nichts. Du kannst ja gar nichts. Aber was ich jetzt noch schnell machen könnte, ist hier so ein paar Bäume hinten wegzunehmen, wo wir die gute Axt dabei haben. Obwohl, den wollte ich abbrennen, ne? Ich hab's nur im Kopf. Na komm, der kann noch weg. Wir werden hier natürlich auch viel neu pflanzen. Und
auch dekorieren und so. Aber das kommt alles später, weil da habe ich noch ein paar coole Ideen für Mods, dass die Bäume nicht so einfach aussehen, dass die richtig schön natürlich aussehen und so weiter. Und jetzt ist es eigentlich ärgerlich, wo ich diesen Mod gefunden habe, ist, dass wir da nicht unser Baumhaus reingebaut haben, sondern dass wir das selbst gemacht haben. Ist natürlich auf der anderen Seite auch cool, ja, wir bauen das alles selbst und so, aber... Ja, ich kann das nicht so gut wie die Mod. Das ist schade. So, kriege ich dich? Oder ne, du bist mir zu groß. Nee, das macht schön das Feuerzeug. Das Feuerzeug ist mein bester Freund. So, das Gute ist jetzt auch, hier können nicht mehr so viele Monster spawnen. Weil es hier eigentlich nur noch wenig Schutz gibt. Beziehungsweise wir sehen es einfach und das ist viel, viel wichtiger. Wie jetzt gerade mit dem Creeper, das kannst du dann großspurig umschiffen und dann kann dir nichts passieren. So, die nehmen wir auch noch mit hier.